Liebe Freundinnen und Freunde der Vereinten Nationen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, liebe internationale Familie, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Thomas Weiler, ich bin Landesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Landesverband Nordrhein-Westfalen. Seit Beginn der 50er Jahre gibt es uns als Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, DGVN. Unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, die Bevölkerung mit der Tätigkeit, mit den Aufgaben der Vereinten Nationen vertraut zu machen, auf die deutsche UNO-Politik einzuwirken und insgesamt kritisch die Rolle Deutschlands bei den Vereinten Nationen und die Rolle der Vereinten Nationen in der Welt zu beleuchten. Das machen wir mit vielfältigen Veranstaltungen. Wir führen beispielsweise Studienreisen durch zu den UNO-Hauptstandorten nach New York, Wien, Genf oder eben auch nach Bonn. Wir sind in verschiedenen Bundesländern als Landesverbände organisiert. Dort findet die Arbeit ehrenamtlich statt. Und es gibt auch ein Generalsekretariat mit hauptamtlich Beschäftigten in Berlin. Unsere Tätigkeit, unter anderem auch am UNO-Standort Bonn, findet nunmehr hier seit 25 Jahren in dankenswerter Weise hervorragender Kooperation mit der Stadt Bonn statt. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass es seit 25 Jahren die Vereinten Nationen in Bonn gibt. Dieser Sustainability Hub, also dieser Hauptstandort, der sich mit nachhaltiger Entwicklungspolitik beschäftigt, ist ein wichtiger Standort und ein wichtiger Bestandteil der Vereinten Nationen geworden. Er wächst und gedeiht, die über 20 Einrichtungen mit mehr als 1000 Beschäftigten, weitere steigende Tendenz, haben Deutschland insofern auch in diesem wichtigen Feld der nachhaltigen Entwicklung, der Verwirklichung der SDGs, der 2030 Agenda im internationalen globalen Kontext verortet. Wir hoffen sehr, dass, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wir wieder mit der Stadt Bonn zusammen den Geburtstag der Vereinten Nationen auf dem Marktplatz feiern können und dass wieder das UNO-Gespräch in gewohnter Art und Weise stattfinden kann. Wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren und mit uns in Kontakt treten wollen, dann finden Sie weitere Informationen auf unseren Websites. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Vielen Dank.